Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together Staffel 2. Ich befürchte, dass ich das jedes Mal jetzt zusagen muss. Sonst weiß es wieder keiner. Irgendwann werden wir sonst mit Sicherheit mal sparen können. Aber jetzt am Anfang sage ich es immer noch. Ja, willkommen zurück bei Minecraft auf Timolia Staffel 2. Ich habe gerade hier eben eine Enchanting Table gebaut, denn ich wollte mir Level 1 Enchantments machen. Efficiency, da braucht man nichts mehr machen. Oh, da noch etwas drauf. Und da noch was drauf. Genau. Ja, letztes Mal haben wir unsere relativ gute Efficiency 4 Fortune 3 Unbreaking 3 Spitzhacke bekommen. Das übrigens ist immer noch derselbe Tag. Also, wundert euch nicht. Aber jetzt, nachdem Minecraft endlich wieder da ist, auf Timolia. Und ich muss schon sagen, da freue ich mich schon echt sehr drauf, oder habe ich mich schon echt sehr darauf gefreut, das endlich wieder zu haben. Minecraft geht mir, also über die Zeit, wenn man es eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat, dann geht es, finde ich, einem so krass ab. Ich habe es voll vermisst quasi. ja, meine Kürbisse sind auch gewachsen. Oh Gott, das ist so ein drecksgroßer Baum. Mal schauen, was ich damit mache. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Anzünden ausschaut, ob dann da gleich alles rundherum abfackelt oder nur das, was auf meinem GS ist. Ist nicht, dass ich hier gleich einen kompletten Brand auslöse. Wäre ja nicht so nice. Genau. Dann ernten wir die mal. Wunderbar. Gut, ja, was machen wir in der heutigen Folge? Ich habe mir erstens mal überlegt, wir bauen hier mal eine Fackel hin. Ich will den scheiß Schnee nicht auf meinem GS haben. Ja, eigentlich bin ich hauptsächlich auf der Suche, oder will ich endlich finden, ein Mesa-Biom. Ich glaube, Penn hat schon eins. Ist Penn online? Nee. Ich glaube, Tod hat eins. Ich frag dann mal Tod. Und na, kicken wir mal weiter. Was wir da vielleicht so daraus gewinnen können, denn ich will eigentlich mein Haus schon ganz gern mit ja, mit den schönen saftigen Dingern da bauen. Die baue ich auch gleich noch an, denn jetzt am Anfang ist es wichtig, dass ich da viel habe. Holen wir uns nochmal einen Block Erde, würde ich sagen. Block Erde, Block Erde. Du gehörst da gar nicht erst rein, fällt mir gerade so auf. Du gehörst da rein. Einen Block Erde, Block Erde. Dort. Genau. So. Kommst hier. Zack. Wunderbar. Okay, dann bis gleich. So, und da befinden wir uns schon eine ganze Weile unterm, ja, unterm Fahren. Und da vibriert mein Handy die ganze Zeit. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Ja, denn was macht man so nebenbei, während man Ewigkeiten in eine Richtung fährt? Ja, Tod hat mir die Koordinaten gesagt. Ich sag's jetzt hier im Video nicht. Weiß nicht, ob er das nämlich sonst so gut finden würde. Und von dem her, ja, wir sind unterwegs. Er hat mir es erlaubt, dass ich da bei seinem Biom abbauen darf. Sind irgendwie zwei Inseln. Na, da gemeint, da darf ich mich mit beteiligen, das in den Boden zu stampfen. Und ja, da fahre ich jetzt hin. Und wenn ich da bin, dann sehen wir uns wieder. Oh yeah, Baby. Wir sind da. Ist es nicht ehrlich? Nach ein paar tausend Blöcken sind wir dann auch schon mal da. Ich verwechsel immer die Taste. So, dann werden wir uns hier erstmal einen Überblick verschaffen. Ich schätze mal, da ist so ein Creeper, habe ich schon gesehen. Irgendwo mal. Da ist einer. Ich würde einfach mal sagen, wir begeben uns nach oben. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Ah ja, Clay, Clay, so viel Clay. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist es. Auch wenn es jetzt Nacht ist. Schaut schon mal nach einem Minenbereich aus. So. Ja, so ist das, so ist das. Und während ich mir eigentlich hier vorher mal vorgenommen habe, dass ich mal wieder rausgehe aus der Höhle, und dann mal abbaue im Mesa-Biom,
Weil vorher bin ich nochmal zurückgegangen, weil es so dunkel war. Habe ich mir gesagt, gut, dann farm ich halt dabei nochmal ein bisschen. Aber jetzt bin ich doch schon wieder einige Zeit herin. Sieht man vielleicht auch schon wieder am Level. Aber es ging noch nichts Diamantenmäßiges her. Und auch kein Dungeon oder sowas. Null, minus, nada. Noch gar nichts dergleichen. Wo sind meine Sticks? Ich habe keine Sticks mehr. Dann mache ich mir ein paar Sticks. Und die Hälfte von uns sollte reichen erstmal. Und ich schmeiß weg ein Spinnenauge. Wo bin ich verschwenderisch? Ja, aber bald. Muss ich doch da mal was finden lassen, wollte ich gerade sagen. Und ich denke, eine Ruine oder Schlucht, besser gesagt, ist da auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir sind auch wieder bald Level 30, dann wird wieder eine Spitzhacke enchanted. Denn wir brauchen jetzt noch Silk Touch. Gehen wir mal so durch. Schaut mir sehr nach einer eher bisschen mickrigen Schlucht aus. Mit Hürden springen. Da ist nichts dran. Germelik. Ne, hier war es nicht. Hier war's. Schade, schon wieder nichts Gescheites. Nach oben brauche ich eigentlich nicht gehen, weil ich will hier nach unten und Diamanten. Ich will verdammt nochmal Diamanten. Ich habe erst 24 oder so. Aber meinst du, da käme mal irgendwie was? Nee. Da kommt nix. Schlimm, schlimm, schlimm. Immer diese Dead Ends. Da wirst du ja bekloppt hier. Und vom Kohleabbau wirst du auch nicht reich. Der Zug, der ist abgefahren. Naja. Was wird der trotzdem abgebaut? Also. Eventuell noch bis Level 30 und dann sehen wir uns wieder. Oh, fuck, tot. Was machst du denn? Oh oh, ich glaube ich. Entweder habe ich eins gefunden, einen Dungeon, oder ich habe da mal irgendwie mal was zugebaut, oder. What the fuck? Könnte mal Lava gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, jetzt die Wasserquelle da aufzulösen. Nicht, dass dann noch was nach hochgeschwemmt kommt. Und schon wieder diese Dead Ends. Nee, doch nicht. Stirb! Doch ein Dead End. Ach ja. Es ist zum Mäuse melken und voll bin ich auch schon wieder. Was schmeißen wir denn jetzt weg? Die können wir mal rüber tun. Aber immerhin schon wieder über ein Stack Eisen. Das bringt doch schon auch wieder ein bisschen was an XPs. Ich will nämlich schon noch jetzt ganz gerne eigentlich Level 30 werden und dann wieder enchanten. Und dann hoffentlich eine Silk Touch. Mit Efficiency 4 und Unbreaking 3. Von mir aus auch nur Efficiency 4 und Unbreaking 3. Wenn es schon sein muss. Aber auf jeden Fall kein mehr Efficiency 3. Sinnlos ist der Rotz überhaupt. Genau. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich musste sogar feststellen, ich habe sogar zwei Stacks Eisen voll bekommen. Und noch einen halben Stack. Das ist schon Wahnsinn. Dann kann ich wiederum den hier voll machen. Den da. Schon langsam kommt was ganz schön.
kommt ganz schön viel zusammen. Machen wir das da noch rein. Und Kohle, ja, diese Dreckskohle. Ist auch schon langsam eigentlich zu viel. Füllen wir dabei mal da noch mit noch die Öfen. Hier passt noch alles, da passt eigentlich auch noch alles. Das ist mein Hauptofen, drum feuern wir den noch ein bisschen an. Gunpowder, Lapis. Ränder mit. Redstone. Auch noch ein bisschen was. Genau. Das kommt da rein. Das war's schon. Was da rein gehört. Gut, ja. Dann warte ich noch, bis ich hier Level 30 bin und dann sehen wir uns wieder. Ja. Ich hätte gerade noch ein Feuerzeug in meiner Kiste gesehen und habe mir gedacht, gut, dann fangst du mal an, das Ding hier runter zu brennen. Und das Ding hatte genau noch einen Klick. Nur ich befürchte, so wie es ausschaut, ist das unendlich Feuer. Sprich, da verbrennt nichts, das bleibt immer so, wie es ist jetzt hier. Ja, toll. Ja, toll, das trifft ziemlich gut, verdammt. Verdammt, daneben. Ja, schauen wir mal. Schon langsam kommt da schon wieder ein bisschen was zusammen. Zack, zack. Wieder 1,5 Stacks drin. Und wenn du mal weggehst mit deinem Most Brown to Crisps bei Hau mich tot, sind wir bei 28. Das heißt, es wird uns nicht reichen. Na, 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 na. Schade, schade, schade. Dann haben wir halt das Gold auch noch gleich mit dazu. Und ja. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, könnte ich eigentlich schon mal anfangen, hier ein bisschen auszuheben. Weil einen Keller würde ich ja so und so haben. Soll ich die da hernehmen jetzt? Hat? Oder soll ich hier die da hernehmen? Wie viel lassen wir? Wir lassen 2 frei, oder? Ja, fürs erste reicht mal 2. Würde ich mal sagen. Und wenn wir dann... Ja, dann gehen wir eben noch eins nach unten. Genau. Also, bis gleich. So, ich bin gerade dabei, die letzten paar Krümelchen zu ernten, die ich noch so brauche. Dürfte es vielleicht rein noch eins, okay. Ja, dann bin ich Level 30 wieder und Spitzhacke ist schon gemacht. Und dann geht's rüber zum Enchanten. Jawohl, Level 30. Finally! Und ja, es schneit auf Timolia. Hey, das Ding ist aber neu, oder? Soll das sein? Ah, der Rentierschlitten wahrscheinlich. Wie süß. MC Elements. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Und wie, Sie drehen mir wieder so einen Scheiß an. Silk Touch, Efficiency, genau das, was wir wollten. Perfekt. Vielen Dank auch. Dafür mache ich sogar wieder hinter mir die Tür zu. Da-da-dum, da-da-dum. Perfekt. Gut, deine Art schon Beacon. Das, glaube ich, müsste Daddy Einbein sein. Daddy ohne Einbein. ja. Der ist aber auch nicht normal. Okay, dann hätten wir das. Wir haben unsere Spitzhacken soweit beieinander. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, begeben wir uns zu Home 1. Müsste das sein? Ah, genau, hier schneit es ja und regnet es nicht. Das habe ich schon ganz vergessen. Ein paar Level bräuchte ich noch, damit ich da die normalen Spitzhacken und so. Ja, genau. Willst du mich verkackeiern? Ich hab mal das Piece jetzt gedroppt. Also jetzt muss ich mal nachschauen. Das ist der Hardened Clay. Das ist der Orange Stained Clay. Wir wollen eigentlich hauptsächlich diesen normalen Clay, weil den können wir färben. Aber ich denke, wir begeben uns mit allen zufrieden, das wäre so finden. Also ich farm hier mal ein bisschen, wahrscheinlich so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist. Und dann sehen wir uns wieder. Oh Gott, das wird eine lange Prozedur. Ja, eigentlich war ich auf der Suche nach Kühen, denn ich brauche ganz dringend Kühe für Leder.
Denn wenn ich mir einen eigenen Enchanting Table oder einen eigenen Enchanting Table Raum machen will, mit voll Level 30, brauche ich dazu Bücherregale. Und für Bücherregale, wissen wir alle, brauche ich Bücher und dazu wiederum brauche ich Leder. Und ja, jetzt habe ich aber auf dem ersten Trip nur mal Schafe und Schweine gefunden. Deswegen habe ich mir mal gedacht, gut, dann ziehst du dir die gleich mal mit. Und ich hoffe, ich gehe noch in die richtige Richtung. Und kommt jetzt mal alle da hoch, bitte. Speziell die Schafe. Danke. Jetzt hoch mit euch. Ich habe nur zwei Leinen. Sollte aber eigentlich reichen, denn die Schafe locke ich mit dem Getreide. Und die Schweine habe ich mir angekettet. Und wenn ich so in den Tempo dahin gehe, dann müsste es eigentlich passen. Ich sollte vielleicht Wassertümpels meiden. Und dann hoffentlich noch den Weg richtig zurückfinden. Oh ja, Gott sei Dank. Endlich. Scheiß Regen hier. Na ja, dann schauen wir mal, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Und dann melde ich mich, wenn wir wieder da sind. Wenn wir hoffentlich dann da sind. Und zwar immer noch zu fünft. Also bis gleich. Und da sind wir gleich daheim. Ich habe quasi einen eigenen Straßenzugang. So. Jetzt brennt da alles schön vor sich hin. So, dann nicht ins Wasser rein. Nicht alles zusammen trampeln. Und dann bitte einmal hier rein. Ja, genau. Einmal schön außenrum. Jawohl, das erste Schwein ist drin. Die erste Sau und die zweite Sau ist auch drin. Wunderbar. Jetzt müssen nur noch die beiden Schäfchen rein. Zack, Nummer 1. Und Nummer 2 folgt zugleich. Komm schon. Da entlang. Und meins. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir da gleich einen Deckel drauf. Wenn es geht. Nicht ganz. Dann bauen wir uns einfach gleich mal dahin. Das müsste hier sein. Ah ja, da ist sie dann auch kaputt. Genau, das ist hier. Dann machen wir gleich mal sowas wie einen Auslauf. Ein bisschen. Wo ich sie dann vielleicht auch gleich ein bisschen trennen und ein bisschen breeden kann. So wäre es aber vorteilhaft, hier eine kleine Blockade zu errichten. Genau. Das gleiche machen wir dann mit den Kühen hoffentlich auch noch. Wäre nämlich schon ganz geil, wenn ich die auch noch zusammenbekommen würde. Ah, Kohle. So, jetzt wäre es mir ganz lieb, wenn ich, sage ich mal, böse, ich weiß nicht mal, ob die Schweine da drüber kommen oder nicht. So, ihr braucht auf jeden Fall noch Licht. Ihr braucht dann später Gras noch, genau. Jetzt bekommt erstmal ein bisschen mehr Platz her, ja, die Schweine kommen darüber. Solche Fakten, aber es ist erstmal egal. Ja, wie machen wir das da? Gehst wieder darüber, hätte ich gesagt. Und wir machen das hier so. So. Und so. Komm her. Du bleibst schon drauf da drüben. So. Einmal hier, einmal da. So. Genau. Hier können wir gleich wieder ein bisschen aufmachen. Es wird natürlich dann alles noch umgebaut.
Nein, du bleibst da drin. Ja, genau. Ich glaube, bei euch hakt's. Hey, Schwein. Hier geblieben. Da gehst du rein. Und da bleibst du dabei auch. Indem wir nur erst das andere Schwein wieder rausholen. Genau, und jetzt gehst du hier rein. Nein, 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 nein. Goddammit. Oh Mann, hey. Ja, bis gleich. Oh Gott, Kühe zu finden ist so verdammt schwer, hey. Ich finde einfach keine Kühe. Das ist die erste Kuh, die ich gefunden habe. Und die habe ich jetzt hier gleich mal genommen. Aber eine zweite dann auch noch. Oh Gott. Von Kühe sind echt ganz schön widerspenstig. Widerspenstig, glaube ich, heißt das, aber egal. So. Schon wieder gebrochen. Genau, trampel du mir noch alles zusammen. Ist schon recht, ist schon gut. So, dich packen wir jetzt wo rein. Du kommst jetzt einfach hier nochmal eins weiter drüben rein. Oh, bist eh schon da unten. Brav. So. Da wird es wahrscheinlich direkt daneben die Dinger sein, genau. Dann gibt es hier für dich einen Laufstall. Wunderbar. Da oben haben wir wieder Erde drauf dabei. Das reicht dabei auf jeden Fall. Dann muss ich mir erst nochmal ein Zauntor besorgen. Ups. Zu früh. Dann gehen wir hier rüber. Hier kommen wir raus, genau. Gut. So. Brauchen wir nochmal ein Zauntor. Ich könnte dabei auch hier mal wieder ein Crafting Table hinstellen. Zack, 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 zack. Hier hingesetzt, jetzt leckt es schon wieder. Leck. So, ein Zauntor. Wunderbar. Sagen, ich setze mal hier. Genau, passt. Kommt ihr auch noch ein bisschen Licht? Beziehungsweise momentan erstmal nur du. Weil der eine andere wollte ja nicht. Wollte sich hier nicht finden lassen. Nehmen wir das da gleich noch weg. So. Genau, wenn wir da schon Getreide dabei haben, können wir da beide bei denen auch noch ein bisschen Liebe machen lassen. Zincode? Nein, ich glaube, ich habe immer dasselbe erwischen. Jetzt hat. Die sind noch nicht so weit, glaube ich. Beziehungsweise müssten eigentlich schon. Setzen wir halt hier noch eine kleine Kiste dazu. Setzen wir dabei hier rein. Zack. Müsste eigentlich schon gehen, oder? Jetzt hat. So. Wunderbar. Zwei Schweinchen. Zwei kleine Schäfchen. Und eine verfickte Kuh. Aber die bekommen wir auch noch klein. Beziehungsweise noch einen Partner. So. Einmal noch. Eine Kuh brauchen wir noch. Eine verfickte Kuh, hey.
Es geht jetzt um eine Kuh. Ich habe eigentlich schon Bock, die noch jetzt gleich zu holen. Nicht erst morgen. Eigentlich Zeit dafür wäre es jetzt mal wieder. Sagen wir mal. ins Bett zu gehen. Aber... Ja, ich glaube, es ist vielleicht gescheiter. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt vorerst mal. Wir sehen uns dann später gleich wieder. Für mich dann an einem anderen Tag. Bis gleich. So, da bin ich wieder, anderer Tag. Leider kein neues Glück. Ich war schon unterwegs, hab schon versucht, eine neue Kuh zu finden. Keine Chance, außer ein lilanes Schaf. Nee, nicht lila, blaues Schaf. Ein hellblaues Schaf habe ich gefunden, aber keine verkackte Kuh. Ja, das ist ziemlich scheiße und traurig. Aber ich habe hier schon mal ein bisschen weiter gebaut. Hier ein bisschen, ja, aufgeräumt schon wieder ein bisschen. Und dann können wir hier gleich nochmal breeden gehen. Zack, zack. Und zack, und zack. Wunderbar. Halt, du, halt, halt, nein, halt, stopp, stopp. Verdammt. Tja, dann wirst du jetzt wohl sterben. Tja, dann wirst du jetzt wohl auch sterben. Ich hoffe, ihr wart schon so weit, dass ihr schon Liebe gemacht habt. Das tut ihm jetzt echt leid. So, und du gehst jetzt weg. So, du und du und du und du und du noch. Ja, und leider muss ich dazu auch sagen, das war's für diese zweite Folge auch schon wieder. Denn ich muss los. Ich habe gerade eben noch das Intro gedreht. Jetzt muss ich das noch soweit fertigstellen, dass es dann fertig ist. und dann würde ich das nämlich ganz gern bei diesem Video schon einblenden. Und ja... Das Video sollte dann in der Zwischenzeit, wenn ich nicht da bin, gerendert werden. Und von dem her muss ich mich leider jetzt schon von euch verabschieden. Ja, ich habe in der Zwischenzeit ja mittlerweile ein bisschen Clay gesammelt. Also ein bisschen was habe ich schon. Und dann können wir vielleicht demnächst auch, also ich möchte zuerst unten irgendwie das hier mal alles weghaben. Und dann kann ich nämlich die Farmen auch nach unten verlegen. Und dann hätte ich hier ganz gern ein Haus hingebaut. Genau, so muss ich dann aber vielleicht irgendwann mal anderes Holz noch farmen und nicht mehr diese schwule Ork. Orkwood. Genau, was haben wir denn hier noch? Dark Oakwood Zeppling. Könnte man mal nehmen, oder? Setzen wir die mal her. Genau. Gut, dann war's das für heute. Aber nichts verzagen, ich komme bald wieder. Vorausgesetzt, der Server geht nicht down. Das war nämlich heute auch schon mal. Für eine kurze Zeit, aber war dann doch schnell wieder da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Noch kurz hier den Rest alles ernten. Damit wir nächstes Mal gleich wieder frische Ernte haben dann. Denn so ohne Essen ist man schon ein bisschen aufgeschmissen. Ist mir letztes aufgefallen. Wahnsinn, gell? Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut. Dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bekomme auch bis zum nächsten Mal eine Kuh zusammen. Wäre schon ganz nice. Aber wenn nicht, dann kann man auch nichts ändern. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Oh, Hodenkrebs, Kreml, sie ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.